Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich muss hier ganz kurz das Spiel unterbrechen. Und da habe ich eine grobliegende Entscheidung auch gemacht. Schon ein Tag vorher? Ne. Ihr werdet es gleich sehen. Sie rennen nicht mehr. Weil mein Puls dauerhaft von gut und böse war, habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, dass sie am Tage ganz normal gehen und am Tage nachts rennen. Fangen sie denn an zu rennen? Das haben sie auf Warrior eingestellt. Spawnrate auf normal. Und da wird dann doch, denke ich mal, eher ein Schuh draus. Weil da kann man ja relativ ruhig bauen und weil das ist doch. Ich habe gedacht, es klappt. Aber ich habe schon selber gemerkt, dass ich mich zu sehr verschanze. Ja, Kontakt eben größtmöglich vermeide. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck, sondern wir wollen hier Kämpfe sehen, denke ich doch mal. Und ich habe auch Bock, Zombies hier zu killen. Und ja. Weil sonst nur irgendwo ja, zu hocken und abzuwarten. Und das ist eigentlich nicht so der Plan. So, da jetzt natürlich mein Airdrop oben weg ist, aber ich den natürlich vorher markiert habe noch, ich eigentlich, das ist ja mal, habe ich da schon so hoch, ey? Da wird es schon 254er. Das ist schön. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Kann man, wenn man keinen Bock hat, mal wegrennen. Und wird dann nicht so unnütz verfolgt. Dann können wir lieber hier außerhalb. Nein, upsala. Mal zum da rennen sehr viele rum, aber ich will ja eigentlich, ich sage mal eigentlich, zu den Airdrop. Ach, nur mal nebenbei, Frankreich hat denn doch noch das Spiel gewonnen. Ich habe noch in der 88. Minute noch den Siegtreffer erzielt. Wie ich denke, auch verdient. So. Ich kann mal gar nicht hier. Schossen auch noch, ey. Was ist hier, ey? Meine Fresse.
So. Wenn man so oder so schon mal riecht, dann hätte ich eigentlich schon gut Zeug für eine Forge zusammen. Dann kann man die schon mal in Angriff nehmen. Sicht verzogen. Ach ne, ach doch, da. Da ist er ja. Einmal voll. Immer schön auf Vogelnester achten. Das war so am Anfang mit das Wichtigste. Den gehen wir eigentlich auch schon wieder zurück, aber gehen um die Tankstelle da im Bogen ringsherum. Dass ich ein bisschen durch den Wald schlagen, latschen kann. Vogelnester finden. Hm. Da ist ja auch noch ein Haus. Um die Tankstelle kümmere ich mich dann mal später. Erstmal sind andere Sachen wichtiger, wie Jagen. Zum Beispiel, ah, jetzt hat er mich gesehen. Wenn er die wieder oben kann. Schön ins Gesicht. Ach, ey. Na komm. Jetzt sehe ich ja endlich, ey. Eine Stapel aus doch noch gefunden. So, das ist ja eigentlich den schönen Montag ist, wo ihr das hier seht, bin ich mal ganz gespannt, wie unsere gespielt haben. Also wie ein Flitzebogen bin ich da eigentlich gespannt, wie sie das erste Spiel gestalten. Oh, naja, werden wir sehen. Schon gemacht, dann kann ich eigentlich dahin gehen. Ja, ein bisschen ja, Gegend, Kundschaft. Achso, ich kann ja eigentlich auch was lesen. Dass ich ein bisschen. Ah. Sledgehammer-Schematik ist so toll. Nehme ich aber eigentlich nicht. Weil ja,
Es war sehr wirkungsvoll. Hallo? Ach, hier sind ja die Diensthäuser. Das kleine wohlhabend Viertel. Mit dem Pool drinnen. Papier ist zwar jetzt noch nicht wichtig, aber es kommt eine Phase im Spiel. Da wird das sehr wichtig sein. Wie viele Fördern haben wir denn schon? 50. Muss noch ein bisschen was finden. Sonst bringt das alles nichts, der Ausflug. Muss ja noch ein bisschen mehr. Also man sollte schon ein bisschen mehr nach Hause bringen, wie man beim Ausflug verbraucht hat. Deswegen werde ich mal hier noch die noch mal mitnehmen. Aber jetzt ist hier so. Ja. Kacke. Hier war ich schon mal. Ich habe aber, glaube ich, noch immer noch ein bisschen Petrol. Boots habe ich da auch schon, oder? Ach, das war der Funkmast. Da könnte man auch zumindest schon mal hingehen, dass man die nähere Umgebung alles schön absuchen, aufdecken. Dass man da. Ja. Sollte man vorher erstmal kurz mal lesen. Oh, naja. Das sagt man so schön. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das da ist besser. Das nehme ich aber auch mit. So, ich hatte doch hier. Ich habe den Steinen. Können wir schon mal hier ein bisschen Eisen mitkloppen. Holz können wir dann noch ein paar Bäumchen fällen. Dann können wir gleich schon mal die Forge mit anschmeißen dann. Boah, das wollen wir jetzt noch mit bauen. Ich sehe jetzt mal so das. Steine? Hey, woher? Ach, da habe ich das. Was ich eigentlich schade finde, dass man direkt aus die Steine dieses Iron rauskriegt und da gleich das ja, weiter benutzen kann. Schöner fand ich mir das mit den Fragmenten eben direkt, also erzhaltiges Gestein, was man dann einschmelzen musste. Das wäre eigentlich so, denke ich mal, das Beste oder realitätsnahe, dass man dann eben das hier zerklappen kann. Erzhaltiges Gestein rausbekommt, was man dann wiederum einschmelzen kann, dass man daraus dann wieder Iron, also ganz simples Eisen eben herstellen kann erstmal, dann schon das bessere Metall und dann nachher den Stahl. Aber jetzt. Ich kann sie nicht mal reparieren. Wir haben ja hier auch noch die gute alte Steinaxt.
da erstmal ein paar Steine kloppen müssen. Hier noch kaputt kloppen. Oh. Ja, das hier schön Eisen, aber Ausdauer ist auch unten. Aber wisst ihr was, das reicht erstmal hier. Bisschen Holz zum Verfeuern brauche ich auch noch, siehst du mal. Platz hier. Ja, jetzt kann ich ruhiger bauen und einfach mal hier so stehen, weil wenn denn doch hier einer an hier rankommt, das ist ja, da ist immer der Puls immer sowas von hoch. Man muss immer gucken und man kommt ja nicht raus und das ist auch nicht Sinn und Zweck, denke ich mal, des Spiels, wenn man es... Wenn man dann zu zig auf dem Server spielt oder sowas, das macht da, denke ich mal, mehr Sinn, da denn das die Zombies immer rennen. Ist nicht mehr. Doch, so. So. Wird schön groß. So. Hier kann man dann gleich auch noch ein paar Spikes links herum setzen. Siehst du mal. Habe ich schon mal angefangen. Erstes gleich mal in Krill zaubern. Oh, erstmal hier diese komische Dinger weg. Und ich schenke es mir auch hier. Das Haus aufzuwerten, weil. Kein richtigen Grund und Sinn dahinter. Ah, Dach. Schön, oh, was Störendes hier. So verengen. Das geht ja nicht so, ja. Yeah.
tun wir uns erstmal hier grob ausmühlen. Das kann erstmal. Habe ich hier nicht irgendwas? Kann ich denn eigentlich ausgraben? Kann ich was Besseres herstellen? Von. So. Du. Das dann. Ja, dich brauche ich erstmal nicht. Dich nicht. Du kommst eigentlich hier mit hin. Oh, da. So. Du da mit hin. Zumindest habe ich schon mal Mais ohne Ende. Das hier kann ich auch wieder einziehen. Das dahin. Ach, 10 Stahlpfeiler habe ich auch noch gefunden. Kommst dahin. So, jetzt habe ich Small Stone, Lampi auf Kleinstone. Kann ich eigentlich schon. Jo. Kann ich. Das ist doch mal. Hallo. Kann ich wirklich machen, ne? Aber zum Glück wird das dann auch schneller. Aber in der Zwischenzeit kann ich schon mal. Ach, ich habe ja noch keinen Grill. Kann ich das hier. So, Rezepte. Forgecraft. So, ja, schon mal eine. Dann kann ich auch gleich schon. Die hier oben mit hinstellen. Ich tue. So, mal das hier rausnehmen. Da ein bisschen reinpacken erstmal. Und da erstmal. Holz werde ich noch brauchen. Rezepte, Forge. So. Ja, dann kann ich gleich die Steine mit einschmelzen. In der Zwischenzeit gehe ich erstmal noch ein bisschen. So, am Anfang braucht man so viel Gras und hast du nicht gesehen. Die auf normale Metallpfeile umsteigen. Zureichen. So haben wir hier noch einen schönen Baum in der Nähe. Natürlich noch besser. Ja. Da hinten haben wir noch einen schönen. Und da oben noch mehr. Kohle ist immer.
coole Posten hier. Also wie Jack da eigentlich auf das Postnium geil drauf ist, da kann man draus denken, dass er das eigentlich für sein tägliches Überleben braucht, dass er überhaupt morgens wach wird. Aber naja, gut, es ist auch sehr wichtig, weil ansonsten kein Schwarzpulver und kein Schwarzpulver auch keine Munition. So, ich werde hier nach dem Baum und dem da drüben schön abfällen. Achso, mal gucken, in welche Richtung er fällt. Weil wie gesagt, Bäume können ja einen eigentlich, glaube ich, nicht mehr töten. Ja, weiß ich nur nicht. Machen sie wohl nicht mehr. Also da braucht man keine Angst mehr zu haben. So wie immer Alpha 13, da gab es manchmal Tage, da beim Baumfällen ist man ja x-mal gestorben, weil wie eben gerade zum Beispiel, man schlägt in die Richtung, dann sollte er eigentlich Richtung, jetzt Nordwesten fallen, macht's nicht, er fällt auf mich, weil er hangseitig steht, was ja eigentlich auch richtig ist. Aber wenn man Teil hat eigentlich. Oder er fällt auch hier auch nicht. Naja. Das ist zumindest besser. So. Dann tun wir mal die kleinen Bäumchen noch zu die anderen. Ach, das hatte ich. Naja. So, den ganzen Clay werde ich auch erstmal rinhauen, damit wir eine vernünftige Schippe machen. Und du. So. 1700 an Holz. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen kann man für meine ein bisschen was basteln und den hier schon mal, naja, hier brauche ich es ja eigentlich nicht, brauche ich ja nicht ringsherum zu gucken. Stellen wir mal die beiden auf hier, so rein, machen wir alles, ja. Beides voll. Ist doch egal. Und dann kann man denn hier Munition etc. alles machen. Und hier einmal Zement. Da oben kann ich dann. Und da kann ich ja meine Kiste aufstellen. Siehst du mal. So, das kann auch noch gleich machen hier. Und dahin. So. Ja. Da muss ich gleich so rein. So, du. Federn erstmal dahin. Kostet uns die 2 Euro. Achso, habe ich ja hier drüben alles. Ne? Ja, das verschwindet ja so oder so. Aber dann werde ich das denn doch so machen. Ja.
dass ich denn den gesamten Bereich hier. Einbinden werde. Also so. So. Ein bisschen schräg hier. Und dann. Also hier. Hier. Erstmal gerade. Ja, vielleicht ein bisschen hoch. Ah, ne, ist auch Kacke. Ich werde, denke ich mal, das hier mit einbinden. Ich habe mit dieser Hügelei. Also mit die Bauerei in den Hügeln, das ist so, ja, ist doch relativ aufwendig, wenn man dann gerade Flächenland hat. Ist es denn wie zum Beispiel hier die Defense zu bauen und dann gleich nebenan eben, ja, denke ich mal, das hier in dem Bereich so eben so vielleicht ausstehen ein bisschen oder hier nehmen. Hier nehmen. Hier kann man ein bisschen mehr rausnehmen. Denn hier schön mit Blick auf den Fluss. Meine Haupt. Ja, nicht Haupteinnahmequelle, aber Hauptbase bauen. Und dass man da dann schön hinschauen kann, schön drüber schauen kann. Aus dem, ja, ersten Obergeschoss, zweiten Obergeschoss oder sowas. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, wie hoch es nachher werden soll. Oder wie groß es denn nachher. Das müssen wir alles mal. Oder muss ich mir alles mal einen Kopf machen? Weil dann kann man das hier schön machen, kann man hier noch einen Ausgang machen, hier schönes Kleefeld denn nachher. Gut, braucht man dann nachher auch nicht so viel. Und dann kann man die Strecke ist. Auch nicht allzu weit mit dem unterirdisch buddeln. Die kann man denn entweder direkt über die Base und dann hier machen, eben dass man dann von der Base zur Defense fährt und von da aus dann zur Forge fährt. Ihr wisst ja, hier ist es lieber. Die Forge steht deutlich außerhalb, als wie ich dann so einer blöden Tuse jedes Mal den Kopf abschlagen muss, dass sie keine Horde spawnt. Und dann kann die auf die Forges schön zurennen. Oder wie ist eigentlich die Mehrzahl von Forge? Das ist ja auch Hochöfen oder kein, ne? Ahnung. So, dann machen wir doch mal erstmal die ersten Forged Iron. Und damit sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Und dann schauen wir mal erstens, wie Deutschland spielt. Bei der nächsten Folge werde ich es immer noch nicht wissen. Aber das sei erstmal dahingestellt. Denn bis dahin, dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi dann erstmal.